Und da sind wir wieder zurück bei Mass Effect Andromeda. Also, wir sind hier noch stehen geblieben, wo wir die schwierige Entscheidung treffen müssen, eine Richtung zerstören oder die Angara retten. Wir können leider nicht beides. Indem, dass wir diese, Station infiltriert haben, stehen wir jetzt hier vor dieser schwierigen Entscheidung. Ich habe eine kleine Pause gemacht natürlich, wie immer. Und während dieser Pause habe ich im Live-Let's Play, das ich ja so aufnehme, eine Umfrage gestartet. Zerstören oder retten. 20 Leute haben gesagt, wir retten das Ganze, das ist sinnvoll. 10 Leute haben gesagt, nein, zerstören, wir müssen da hart durchgreifen sozusagen. Und ich persönlich muss gestehen, ich tendiere auch zum Retten. Aus drei Gründen. Grund Nummer 1 ist Jal. Wir haben einen Verbündeten, also einen Verbündeter, der mit uns kämpft. Es würde ihm das Herz brechen, es würde ihn zerreißen, wenn wir jetzt hier einfach die Einrichtung zerstören. Das kann ich ihm nicht antun. Grund 2 ist, wenn wir die Angara retten, das könnte zu einem positiven Bündnis mit den Angara führen. Und das wäre schlussendlich ein viel härterer Schlag gegen die Cat, wenn wir zusammen als Bündnis gegen die Cat kämpfen. Das könnte viel, viel mehr Schaden anrichten, als dass wir diese Einrichtung hier zerstören. Und Nummer 3 ist, wir können die Anlage theoretisch auch später nochmal zerstören. Wir können die Angara aber nie wieder retten. Aus diesem Grund glaube ich, sie zu retten, ist richtig. Wir werden die Angara retten. Na schön. Lassen Sie die Angara frei. Notfallabriegelung einleiten. Lasst die Erwählten frei. Jaw, der Widerstand soll so viele wie möglich rausholen, bevor die Kette eintreffen. In Ordnung. Und danke. Auch ich danke Ihnen. Wie ich sehe, erkennen Sie langsam, welches Geschenk die Cat ganz Andromeda... Nicht wirklich. Sie hatte Schlimmeres verdient. Wir haben die Moschai. Es wird Zeit zu verschwinden. Entschuldigung, ich konnte nicht widerstehen, den zu töten. Das ist auch gut so, wäre ja langweilig. Ich werde Ihnen helfen! Kommen Sie! Stellen Sie sich zu mir! Nein, Moschal! Schonen Sie Ihre Kräfte! Diese Entscheidung treffe ich! Krieg, kleiner Beschwüg! Schützt mich auch nur bedingt, das Ding, ne? Wenn ich ein Schild habe, sollte ich eigentlich zuerst Lanze einsetzen. Das nimmt nämlich mehr Schild weg. Jawohl. Gute Idee. Bessere Position. Dahin. Sie haben die Moschein. Dahin. Oh, Achtung! Oh nein, geh du lieber dahin. Ich halte alles im Überblick. Kattel, Sie sollten lieber bald landen, sonst wird es hier richtig übel. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Bringen Sie das Shuttle auf Höhe des Daches, dann sehen wir weiter. Der Koloss muss weg. Das ist shit. Nicht gut. Sonst wird es dir leid tun, du sture Mistgeburt! Er will es nicht anders. Korganer haben nicht umsonst kurze Arme. Fuck. Nein, 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 nein. Nicht so einfach. Nicht so einfach, Junge. Ganz kurz hier weg, ne? Schon da bin. Oh shit.
Ich komm gleich dazu. Kommt hier noch mal einer? Da kommen noch mehr! Okay, auf zum Shuttle! Na los, los! Wir müssen weg! Tom, schaffen Sie sie ins Shuttle! Widerstandsteam, bitte kommen! Ich höre Sie, alles läuft gut! Bringen Sie Ihr Team raus, bevor die Kette einschlägt. Kein Problem, wir schaffen das. Wie viele Seelen haben wir wohl gerettet? Der Streit tut mir leid. Was wir gesehen haben, war ein Schock. Ja, mein gebrochenes Herz wird niemals darüber hinwegkommen. Entschuldigen Sie uns, Lexi. Natürlich, aber überfordern Sie sie nicht. Sie ist noch immer ein wenig labil. Hat sie gerade gesagt, ich sei senil? Labil. Jol sagt, sie wären ein Pathfinder aus der Milchstraße. Können wir uns unterhalten? Ach, jetzt interessiert es Sie also, was ich zu sagen habe. Es tut mir leid, aber... Ja. Ich fühle mit Ihnen, aber ich bereue meine Entscheidung nicht. Dann ist Ihr Mitgefühl wertlos. Also diese Einrichtung, welchem Zweck dient das alles? Sie nennen es den Aufstieg und Sie betrachten es als ein großes Geschenk für diejenigen, an denen Sie ihn durchführen. Als Geschenk? Sie entführen uns. Sie verderben und zerstören uns. Oder diejenigen, die wir lieben. Ich kann nicht... Es ist ein komplexes genetisches Konstrukt, ein Austausch von Merkmalen, mit dessen Hilfe die Kett ihre Spezies weiterentwickeln. Sie stehlen also Gene. Aber warum? Reproduktion. Dominanz. Tyrannei. Auslöschung. Ja, und doch brachte mich der Archon nicht auf sein Schiff, um mich zu verwandeln. Ich wurde gefoltert, bekam keinen Schlaf und wurde immer wieder zu ihm gebracht. Er zeigte mir Reliktech und schlug mich, wenn ich nichts sagte. Oh nein. Relikte, natürlich. Er ist besessen. Wie Sie. Ja, Jarl hat es mir erzählt. Sie wollen in Ayas Gewölbe. Ja. Wir brauchen Ihre Hilfe. Meine Leute sind so weit gereist. Ohne ein neues Zuhause werden wir sterben. Und diese Reliktgewölbe könnten der Schlüssel sein. Ein Schlüssel, der uns allen weiterhelfen könnte. Ich habe Mitgefühl mit anderen. Im Gegensatz zu Ihnen. Aber Gefühle dürfen der Wissenschaft nie im Weg stehen. Ich bringe sie hin. Danke. Ja. Danke, Moschei Sefer. Sollten Sie weitere Fragen haben, beantworte ich sie Ihnen gerne, Pathfinder. Weg eines Helden. Moment mal. Welche Mission ist denn jetzt abgebrochen worden?
Naja, okay, schade. Mal ganz kurz mit dir reden. Ich muss mich nur ein wenig ausruhen, um wieder zu Kräften zu kommen. Ja, ist gut. Ich find's witzig, dass sie sagt, ich hätte kein Mitgefühl, obwohl ich fand, dass wenn ich diese Angara rette, dass ich doch wesentlich mehr Mitgefühl habe, als wenn ich sie töten lasse. Es ist irgendwie, ist es nicht irgendwie paradox, dass sie sagt, das Töten bzw. das Zerstören der Anlage und alle Angara, die drin sind, zu töten, wäre moralisch richtig, wäre gut, das Mitgefühl oder, wow, ich weiß nicht recht. Aber gut, vielleicht ist ja das mit labil gemeint, was Frau Doktor meinte, ne? Lexi, vielleicht meintest du das mit labil. Ja, ja, gleich. Ja? Danke, dass Sie nach mir sehen, aber es geht mir gut. Ich weiß nicht, ob das bei mir auch so wäre. Es muss sein. Wie sollte es sonst weitergehen? Verstehen Sie? Ja, wir sind stark. Niedergeschlagenheit hilft niemandem. Das sehe ich auch so. Wir müssen stark sein. In Zeiten wie diesen vermisse ich meine Familie besonders. Stehen Sie Ihrer Familie nahe? Scheiße. Ein toter Vater und die Schwester in Stase. Ich frage zuerst mal und sie. Sie reden viel über Familie. Wirklich? Das gehört wohl einfach zu unserer Kultur. Unsere Familien sind groß und wir teilen unsere Eltern mit der Gemeinschaft. Wir alle haben viele Mütter. Meine Familie ist klein. Und stehen Sie ihr nahe? Theoretisch schon. Früher schon. Eigentlich immer noch. Meine Mutter und mein Vater sind tot. Meine Schwester ist sehr krank. Sie liegt auf der Nexus. Ich bin im Moment so eine Art Weise. Das tut mir leid. Naja, diese zufällige Ansammlung von Tempest-Sonderlingen fühlt sich manchmal an wie eine Familie. Stimmt. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich eine Aufgabe habe. Aber hier ist das anders. Was ist mit dem Widerstand? Mein Platz im Widerstand entspricht nicht meinen Vorstellungen. Aber dieses Kind auf Aya hat zu Ihnen aufgeblickt. Schon. Aber Sie werden etwas wirklich Wichtiges vollbringen, Ryder. Das spüre ich. Und genau hier gehöre ich hin. Sie bereichern das Team. Sie sind eine Bereicherung für das Team. Danke. Ich freue mich schon auf weitere Abenteuer. Puh, das sind gerade etwas viele Emotionen in kurzer Zeit. Na gut, so, also. Warte auf Nachbesprechung. Dann haben wir raus. Habt ihr es geschafft? Wundervoll. Foxtrot war erfolgreich. Sehr schön. Also. Na, sehr schön. Auch Kilo war erfolgreich. Gut, ihr kriegt beide einen Keks. Also. Jetzt haben wir hier eine ziemlich niedrige Erfolgschance. Wir haben hier noch eine niedrigere Erfolgschance. Die wären wir ganz gut. Also, wir machen Folgendes. Wir schicken hier, wo es sehr, sehr erfolgreich ist, mit 70% Kilo hin. Dann haben wir hier 52. Hier haben wir 40. Wir probieren es. Es ist ein Risiko. Ja, wir müssen es versuchen. Machen wir ganz kurz hier alles auf. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Bronze. Nett. Perfekt. Ziemlich viele Ressourcen. Missionsfunds. Hauen wir richtig schön Missionsfunds raus. Die nächste kostet 80. Das heißt, ich könnte mein Team demnächst mal eine Adrenalinspritze ausrüsten. Und ALP haben ja auch noch was gekriegt, ne? Wissenschaft, Minerallager. Labortechnik, Minerallager, Verteidigung. Stimmt, wir haben ja allzeit bereit, Vielseitigkeit. Den kann ich nicht freischalten, ne?
Spezialeinheiten. Warum kann ich die noch nicht freischalten? Anforderung, Munition oder Jacke oder Spezialeinheit oder Aufklärung. Ach so, das heißt, warte, mal kurz gucken. Lebensfähigkeit von 70 auf EOS erforderlich, aktuell 700. Munition. Das heißt, hier muss ich zuerst Munition freischalten. Was habe ich hier als Bonus? Nexus Sicherheit entwickelt eine Methode, mit dem Trupps mehr Ausrüstung ins Feld mitnehmen können. Erhöht die Anzahl der Sicherheitskräfte der Nexus, damit die Initiative auf einer militärischen Ausbildung der Kolonie bestehen kann, was wiederum deren Selbstbewusstsein und in gefährlichen Situationen stärkt. Apex 2. Fortgeschrittene Manöver und Strategien machen Apex noch großartiger. Erhalten Sie weiter 50 Credits. Achso, da muss ich aber noch auf Vault weiter. Handelsposten. Hier gibt's so viel, was ich machen kann. Und ich müsste mich hier eigentlich mal eingrooven. Wir machen das, dass wir regelmäßig organisches Material erhalten und Munition habe ich bis jetzt eigentlich nie groß Probleme gehabt, ne? Muss ich das noch speichern? Nee, ist gut. Und Tech-Material. Das ist gut. Das heißt, wir kriegen alle Belohnungen einsammeln. Ah, nett. Gut. Das ist mir persönlich wichtig. Wir stehen ja jetzt eigentlich noch recht weit am Anfang. Das heißt, über die Dauer werden wir recht viele Materialien kriegen. Oh, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Egal. Kannst du mir mal ganz kurz... Nein, dir gerne. Nur ganz kurz. Ich gehe gerade die Daten aus der CAT-Einrichtung durch. Ihre Gentechnologie ist fortschrittlicher als alles, was ich je gesehen habe. Um ehrlich zu sein, sind Sie uns in dieser Hinsicht Lichtjahre voraus. Ja, die haben aber auch einen Knacks in der Birne. Aus diesem Grund wundert mich das nicht wirklich. Moral der Crew. Wie schlägt sich die Crew Ihrer Ansicht nach? Ich erzähle Ihnen gerne, was ich denke, solange ich damit nicht meine ärztliche Schweigepflicht verletze. Um wen genau geht es Ihnen denn? Ich ordne Sie in den Akten und meinem Gehirn nach Spezies ein. Die nichtmenschliche Crew? Ich würde gerne wissen, wie es Jarl geht. Geht es Jarl gut? Er versucht, sich zurechtzufinden. Wir anderen wissen zumindest ein wenig über unsere unterschiedlichen Kulturen. Aber für Jarl sind wir alle Fremde. Wenn man bedenkt, wie viel Neues dadurch auf ihn einprasselt, schlägt er sich erstaunlich gut. Gut, das ist alles, was Danke ich wissen für wollte. Ihre Offenheit. Dann will ich Sie mal nicht länger stören. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Dankeschön. Also. Puh. Wir kehren zurück. Wir bringen die Lady zurück zu ihrem Heimatplaneten, auch wenn sie überhaupt Beruhigen nicht fröhlich sie drüber sich, ist. Hello. Warum? Wenn das kein guter Grund ist, aufgeregt zu sein? Was ist los? Streiten Sie sich etwa? Wieso sollte ich mich mit meiner besten Freundin streiten? Ihrer besten Freundin? Oh, Callow. Callow ist ganz außer sich wegen eines Berichts, den ich von EOS erhalten habe. Es gibt gute Neuigkeiten. Die Strahlenbelastung nimmt immer weiter ab. Ihr Außenposten Prodromos wird es tatsächlich schaffen. Wann wollen Sie wieder dorthin? Ich setze es auf die Liste. Wir könnten uns jederzeit auf den Weg machen, aber wir haben noch andere Prioritäten. Warum? Naja, also hätte ich in einer neuen Galaxie eine blühende Gemeinschaft aufgebaut, würde ich ihr einen Besuch abstatten wollen. Sofort? Nicht erst, wenn der Strand angelegt ist und Sie die Wasserrutsche aufgebaut haben? Jetzt machen Sie sich über mich lustig. Also die Strahlenbelastung ist gesunken. Heißt das, wir können dort noch mehr entdecken? Ja, aber die CAT-Aktivität hat ebenfalls zugenommen. War ja klar, dass wir nicht die Einzigen sind, die von den verbesserten Bedingungen auf dem Planeten profitieren. Es wäre vielleicht ganz nett, mal nachzusehen, wie es ihm geht. Das wäre fast wie ein Urlaub. Ja, fast. Okay, vielleicht machen wir uns wirklich demnächst mal auf den Weg dorthin. Sie sind der Boss. Geben Sie einfach Bescheid. Ja. Wie ein Urlaub. Wie ein Urlaub. Mit der Waffe im Anschlag, Cat tötend. Also, mein Urlaub findet auch immer so statt. Ganz klar.
nicht gerade ein Urlaubsziel. Hatten wir das nicht gerade? Ich empfange etwas. Ja, das Ganze zu scannen, das machen wir nicht jetzt. Ich will jetzt zuerst mal die wertvolle Fracht abliefern. Die wertvolle Fracht, die sagt, dass ich habe keine Gefühle, scheinbar. Ja. Ich spüre, wie die Geißel an dem Schiff zieht. Wenigstens bleibt dadurch Aya verborgen. Machen wir doch Urlaub irgendwo. Gut, also. So. Bin ich kurz übersprungen. Habe ich überhaupt den richtigen ausgewählt oder bin ich eins daneben? Ja, nee. Nicht richtig? Ah, doch, doch. Mögen die Sterne uns leiten. Mögen die Sterne uns leiten. Beeindruckender Auftritt. Sie ist die Moschei. Willkommen zu Hause. Ich dachte nicht, dass ich es je wiedersehe. Ohne den Widerstand und den Pathfinder wäre ich jetzt nicht hier. Es war eine Teamleistung. Wir waren ein gutes Team. Wir konnten noch weitere Angara befreien. Und eine Cat-Anführerin töten. Wir haben vieles zu feiern. Ich werde den Pathfinder zu Ayas Gewölbe bringen. Das eilt nicht. Genießt zuerst mal ein bisschen die Freiheit, meine Liebe. Das hat Zeit, bis sie sich erholt haben. Ich gehe nirgendwo hin. Nicht ohne unsere Hilfe. Ich werde das Gewölbe auf ihre Ankunft vorbereiten. Ein Shuttle bringt sie zu mir, wenn es soweit ist. Danke, Moschei. Wir kämpfen schon zu lange allein gegen die Kett. Sie haben bewiesen, dass das nicht so sein muss. Es ist an der Zeit, über ein Bündnis zwischen unseren Völkern zu sprechen. Eine ausgezeichnete Idee. Wir schaffen mit Freuden Platz für Sie auf der Nexus. Und wir richten Ihnen hier ebenfalls eine Botschaft ein. Unsere Stadt steht Ihnen offen. Ja, Halleluja. Gut gemacht, Jarl. Jetzt warten neue Aufgaben. Ich muss beim Pathfinder bleiben. Er ist auf meinem Schiff willkommen. Ich wähle momentan viel das aus, weil das andere, es ist Ephras Entscheidung. Er ist auf meinem Schiff willkommen. Jarl ist ein geschätztes Mitglied meiner Crew. Das wundert mich nicht. Ich sehe die Vorteile. Erlaubnis erteilt. Ich muss einen Bericht einreichen. Verlassen Sie Aya nicht ohne mich. Käme mir nie in den Sinn, mein Guter. Niemals. Nicht, weil ich wegen dir die Angara gerettet habe. Und also nicht, also, ne? Okay, gut. Wie wäre es, wenn wir uns hier zuerst mal ein bisschen umgucken? Jetzt, wo wir überall hin dürfen? Ja oder nein? Kann ich jetzt hier durch? Wer redet mit mir? Egal. Okay, gesucht Mechaniker. Können wir vielleicht ein paar Gelegenheiten auch mal machen. Und wieder der Affenmeisterin.
Datenblatt. Wir schauen uns hier ein bisschen um. Vielleicht gibt es noch ein paar schöne Nebenquests, die wir kriegen können. Das wäre ganz cool. Ah, hier können wir forschen. Müsst ihr euch jetzt mal vorstellen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier auch Menschen hinzuschicken. Kroganer hinzuschicken. Turianer hinzuschicken. Asari hinzuschicken. Salarianer hinzuschicken. Wir können jetzt handeln. Wir haben Verbündete. Wir können die Armeen zusammenlegen. Wir können zusammen kämpfen, Technologie austauschen, Informationen austauschen. Das wühlt mich schon ein bisschen auf. Ganz wenig. Es ist dann irgendwie einfach schön hier auch. Ja, genau sowas habe ich gesucht. Scannen. Noch mehr Infos für mich. Erdreisestation. Aha. Aber ich will jetzt ein bisschen erkunden. Sind Bewässerungsanlagen, ne? Cool hier. Ich verkaufe nicht an Aliens. Du verkaufst nicht an Aliens? Du meinst das Alien, das deine Brüder und Schwestern gerettet hat? Was gegen die Cat gekämpft hat? Das Alien? Also im Sinne von, es ist nicht das Alien, sondern das beste Alien. Okay, alles gut. Also, Widerstand braucht Freiwilliger, du bist ein Händler. Vielleicht finden wir was Schönes bei dir. Neue Kunden sind uns immer willkommen. Sehen Sie sich ruhig um. Ich bin mir sicher, Sie finden etwas, das Ihnen zusagt. Ich auch. Neue Panzerung könnte nie schaden. Richtig, richtig. Es kann nicht schaden, sich vernünftig vorzubereiten. Vielleicht haben Sie ja wirklich etwas, das ich brauchen kann. Und wenn nicht heute, dann bestimmt morgen. So, wir verkaufen mal die Währungsgüter. Also, Händlerobjekte. Stufe 3. Du hast, sonst hast du nichts. Das ist alles ungewöhnlich, ne? Hingegen habe ich was für dich. Und zwar das hier. Mhm. Weil ich habe die Waffe zweimal. Ich brauche die nicht zweimal. Das macht keinen Sinn. Jo. Egal. Petra? Oh, hi. Ich hab dich gar nicht gesehen. Ha. Alles okay? Wer hätte gedacht, dass die Rettung eines geachteten Mitglieds der Angaranischen Gesellschaft so viele Türen öffnet? Ich habe mit einigen ihrer Händler gesprochen, um rauszufinden, ob wir ins Geschäft kommen können. Okay, seien Sie großzügig. Ich weiß, Sie wollen einen Vorteil herausschlagen, aber zuerst brauchen wir Ihr Vertrauen. Verhandeln Sie nicht zu hart. Sie sind der Boss. Das bin ich in der Tat und du bist ein verruchtes Luder. Nein, so böse meinte ich das gar nicht, sondern die ist tough, die Frau ist echt tough. Wir uns kurz unterhalten. Natürlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Morschei jemals wiedersehen würde. Und noch viel weniger, dass wir es Ihnen zu verdanken haben. Willkommen auf dem Markt. Ich bin Arbiter Renarf. Meine Aufgabe ist es, den korrekten Umgang zwischen Händlern und Kunden sicherzustellen und etwaige Streitigkeiten zu klären. Als erster Fremder, der unsere Stadt je betreten hat, können Sie unsere Gesetze nicht kennen. Das sollten wir ändern. Schützen Sie sich vor Gefahren. Verurteilung und Bestrafung. Wer entscheidet, was mit Leuten geschieht, die gegen das Gesetz verstoßen? Das hängt von der Schwere der Tat ab. Kleinere Vergehen kläre ich direkt hier vor Ort. Schwerwiegendere erfordern ein Tribunal. Okay. Handelsgesetze? Wo ich herkomme, lautet das oberste Gesetz beim Handel, nicht betrügen. Ist das hier anders? Ich vermute, wir definieren Betrügen unterschiedlich. Ob etwas Unrecht ist, hängt stark von der jeweiligen Perspektive ab. Ja, das ist schon klar. Naja, in Ordnung, was muss ich wissen? Ich will hier keine Schwierigkeiten machen. Wie kann ich mich über Ihre Gesetze informieren? Ich schicke Ihnen eine vollständige Übersicht. Machen Sie sich mit den Inhalten vertraut.
Persönliches Verantwortungsbewusstsein ist einer der Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Und wir erwarten es von jedem. Verstanden. Bitte suchen Sie auch meine Kollegen im Büro der Gouverneurin und im Hauptquartier des Widerstands auf. Von ihnen erfahren Sie mehr über unsere Kultur sowie darüber, was es bedeutet, sich frei unter uns zu bewegen. Es ist wichtig, dass Sie das verstehen. Es wäre schließlich höchst bedauerlich, wenn Sie unwissentlich gegen unsere Gesetze verstoßen würden. Investieren Sie in Ihre persönliche Sicherheit. Okay. Ihre Credits sind ebenso gut wie die von jedem anderen. Solange Sie keinen Ärger machen, habe ich auch kein Problem mit Ihnen. Das ist wunderschön. Verstanden. Keine Sorge, das habe ich nicht vor. Freut mich, das zu hören. Was ist das denn? Selten Material. Achso, das ist Material. Flüssigkeitsbeutel. Egal. Komm, wir schauen uns ein paar Missionen an. Mal ganz kurz auf die Karte. Hier haben wir, glaube ich, nichts Wichtiges mehr, ne? Das ist der Markt. Büro. Wir können nicht mit Gewissheit sagen, was Aufstieg wirklich bedeutet. Aufstieg ist nur ein weiteres Wort für die Tatsache, dass die Kett uns töten. Und wenn du dich irrst? Was, wenn wir für sie getötet haben, ohne uns dessen bewusst zu sein? Ich habe einen Cat aus der Nähe gesehen, als sie uns angegriffen haben. Er hatte nichts mit unserem Volk gemein. Die Cats sind nicht alle gleich, oder? Nein, die Cats sind nicht alle gleich. Ich habe unterschiedliche Arten von Cat gesehen. Sie lassen möglicherweise verschiedene Spezies aufsteigen. Alles, was sie verwandeln, wird zu einer Abscheulichkeit. Wir müssen diese Kreaturen vernichten. Danke für diese Einblicke, Pathfinder. Wir sehen uns mit einem komplexen Problem konfrontiert. Kommt, meine Freunde, lasst uns darüber debattieren. Ja, gerne. Oh. Warte. Aha. Wir kommen an sehr, sehr viel Technologie, das ist sehr gut. Die Hilfe für die Moschei hat uns hier viele Türen geöffnet. Trotzdem bleiben die meisten Angara auf Distanz. Naja, wir sind Fremde für sie, das ist klar. Stellen Sie sich mal vor, Sie sehen zum ersten Mal einen Kroganer. Und wenn ich lächle, ich könnte Zähne zeigen. Ich fürchte, das würde nichts bringen. Das wird wirklich nichts bringen. Definitiv nicht. Also. Können wir hier mal weiter? Und wenn ich Zähne zeige, alles klar. Museumsstück. Das ist Cat-Technologie. Wir stellen das hier aus. Ist nicht etwas gefährlich? Exponate. Addikte. Pibi ist hier. Muss jetzt nicht wirklich mit allen reden, oder? Was schon. Eigentlich viel mehr wissen, ob ich hier noch was habe. Ah, hier. Moment. Ein paar Missionen. Es gibt Neuigkeiten. Pathfinder, waren Sie auf Havar? Ich habe diesen angaranischen Helm gefunden. Können Sie etwas damit anfangen? Das ist ein Design aus der Zeit vor dem dunklen Zeitalter. Sehen Sie die schwarzen Spuren? Das Schiff dieses Piloten wurde von der Geißel angegriffen. Bei den Sternen, er ist perfekt erhalten. Ich kann mir den Piloten richtig vorstellen. Er muss große Angst gehabt haben. Ich habe so etwas noch nie intakt gesehen. Wissen Sie, wie selten das ist? Dafür kann ich mich nicht mal im Ansatz revanchieren. Oh, ich habe es für Sie getan. Wenn es Sie so glücklich macht, werde ich mit Freuden noch mehr ausgraben.
Geben Sie jeder Angara, die Sie treffen, unbezahlbare Artefakte? Nur den besonderen. Das werde ich mir merken. Wissen Sie, Pathfinder, das Ganze hat mich nachdenklich gemacht. Ohne Sie wüssten wir nicht einmal, dass der Helm existiert. Was wäre, wenn wir noch ganz andere Dinge übersehen hätten? Es könnte jede Menge Wissen über die Vergangenheit geben, das wir knapp nicht erreichen können. Und darum bitte ich erneut um Ihre Hilfe. In Ordnung. Oh, ich bin hier hart am Flirten. Für Sie mache ich alles. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass mir das missfällt. Ich habe Ausgrabungen auf jede Heimatwelt der Angara geleitet. Aber es gibt Orte, die ich ausgelassen habe. Orte, die nur ein Pathfinder betreten kann. Es könnte dort Artefakte geben, die seit Jahrhunderten unberührt sind, nur weil niemand sie erreichen konnte. Meine Bitte lautet wie folgt. Wenn Sie sich jemals an einem solchen Ort aufhalten, würden Sie dann bitte auch nach Artefakten Ausschau halten? Das ist alles? Das ist alles. Und vergessen Sie nicht, mir alles von Interesse zu bringen, was Sie bei Ihren Erkundungen finden. Welche Welten? Es würde helfen, wenn ich wüsste, wo ich suchen soll. Naja, im Grunde besteht auf jedem Planeten die Möglichkeit, dort etwas von Wert zu finden. Mein Volk ist weit gereist. Ich weiß, das ist keine Antwort auf Ihre Frage, aber halten Sie einfach die Augen für mich offen, ja? Okay, wenn ich Zeit... Klingt nicht sehr schwierig. Wir machen das. Ein paar versteckte Artefakte wird gemacht. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne Sie tun würde. Ich bin hier, falls Sie etwas finden. Viel Glück. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt. Ich komme wieder, wenn ich etwas für Sie habe. Mögen die Sterne über Ihren Reisen wachen. Vielen Dank. Das ist ganz wichtig. Was haben wir hier eigentlich? Tür verschlossen. Also diese Tür ist verschlossen? Hey, komm ich nicht durch. Also. Für mich ist es wichtig, dass ich hier wirklich noch kurz durchdonnere. Ryder, Sie werden gerade von einem Angara in der Nähe detailliert gescannt. Dann sollte ich mich vielleicht mal vorstellen. Von wem? Wer scannt mich? Hallo? Hi. Ups. Hi. Hallo? Ich arbeite. Ich weiß, an mir. Sie haben mich ziemlich intensiv gescannt. War das etwa nicht Ihre Art, willkommen Fremder zu sagen? Ich wollte nicht aufdringlich sein. Ist notiert. Wieso interessieren Sie sich so für mich? Sie sind ein Alien auf meiner Heimatwelt. Wie könnte ich da nicht an Ihnen interessiert sein? Sie hätten mich auch einfach fragen können. Na schön. Wären Sie bereit, sich einer Vollspektrumanalyse Ihrer Biologie zu unterziehen? Zuerst mal, wer sind Sie? Sie haben mir noch nicht mal gesagt, wer Sie überhaupt sind. Darnfrem. Bioforscherin. Das hier ist mein Zuhause. Wonach suchen Sie? Suchen Sie nach irgendwas Bestimmtem? Wir sind uns äußerlich in vielen Dingen ähnlich. Ich will herausfinden, ob dasselbe auch innerlich gilt. Nur wenn ich Sie zuerst scannen darf. Ha. Ich habe auch einen Scanner. Es wäre nur fair, wenn Sie mir den Vortritt ließen. Das ist lächerlich. Es ist mein letztes Angebot. Sie sind ausgesprochen dreist, Pathfinder. Na schön. Scannen Sie mich. Skelettstruktur, Ausbildung der Muskulatur sowie Organe der Angara sind optimal auf das Überleben unter unwirtlichen Bedingungen ausgelegt. Wie wir bereits wissen, können Sie außerdem bioelektrische Energie erzeugen und freisetzen. Das war's auch schon. Ich muss sagen, Sie sind ausgesprochen interessant. Genau wie Sie. Wenn man vor der Auslöschung steht, ist die Familie unser letzter Trost. Verstehen Sie das? Besser als Sie denken. Ich kam gemeinsam mit meiner Familie in diese Galaxie. Mein Vater starb am Tag unserer Ankunft. Aber Sie setzten sein Vermächtnis fort. Letzten Endes wusste er das. Familie bedeutet uns alles. Und das beinhaltet nicht nur unsere jetzigen Verwandten, sondern auch jene, die uns nachfolgen werden. Wie wird die eigene Familie in 5 Generationen aussehen? In 10? Wie viele Angehörige wird sie haben?
Sie befürchten, es könnte mehr von uns als von Ihnen geben. Ich habe 23 Enkel. Ich will wissen, was Ihre Enkel irgendwann erben werden. Auf Wiedersehen, Pathfinder. Sie sind mir unheimlich, Mensch. Diese Methode ist unheimlich, Mann. So, komm. Wenn wir noch Technologie, die ich scannen kann. Hallo. Hallo. Ich habe schon gehört, dass Sie mich aufsuchen würden und Ihnen ein Datenpad mit unseren Gesetzen in Bezug auf den Krieg vorbereitet. Beherzigen Sie sie. Jo, gerne. Alles klar. Gut, schön, wundervoll, top, unfassbar. Waffenhändler. Sind Waffenhändler noch vorbei? Obwohl, ich bin mit meiner jetzigen Waffe zufrieden. Was schon? Was schon? Haben wir hier Schönes? Wir haben eine schöne Welt hier, ne? Schön gemixt aus Technologie und trotzdem noch Pflanzen und alles. Ich fühle mich hier ganz wohl. Besonders mit dem ganzen Wasser, das ist cool. Ich mag Wasser. Es beruhigt irgendwie. So eine beruhigende Wirkung, das Ganze, ne? Okay. Von der letzten Ratssitzung für mich? Mein lieber Emro, habe ich derartige Unterlagen etwa. So. Arbiter Renav hat sie bereits angekündigt. Ich habe ein Datenpad vorbereitet, das unsere Gesetze ausführlich beschreibt. Machen Sie sich mit ihnen vertraut. Klar. Pathfinder? Wie Sie sich sicher vorstellen können, hat Ihre Ankunft hier die Bewohner Ayas beunruhigt. Trotz allem, was ich getan habe? Ich dachte, ich hätte bewiesen, dass Sie von mir nichts zu befürchten haben. Sie sind nur eine Person. Sie wollen, dass die Nexus unsere Bedenken hört. Wir haben in der Stadt Terminals aufgestellt, an denen die Einwohner Nachrichten an die Nexus hinterlassen können. Ich wüsste es sehr zu schätzen, wenn Sie sich die Zeit nehmen und diese Botschaften an Ihre Leute weiterleiten würden. Okay. Oh nee, muss ich jetzt alle nochmal abklappern? Ah, verdammt. Na egal, machen wir kurz. Was denen so wichtig ist, machen wir das. Nehmen wir uns die Zeit dafür. Ja. Rüber. Hätte ich das doch mal schon früher gewusst, ne? Inhalt bearbeiten und dann weiterleiten. Nein, wir leiten alles unbearbeitet weiter. Ich könnte das wirklich verändern. Ich könnte die Daten einfach verändern. Das ist schon bitter. Voll die Manipulation hier, ey. Wahnsinn. Wir leiten einfach alles unverarbeitet weiter. Zack. Zack. Komm, unverarbeitet, hopp. Ist gut. Okay. Ja, die Docks ist noch zu. Und ein schönes Shuttle. Ich persönlich... will aber das eigentlich gar noch nicht machen. Eigentlich langsam will ich was anderes machen. Ich glaube, wir scannen mal die übrigen Planeten, die wir noch haben. Wir gehen da noch nicht hin.
Wir machen das noch nicht. Ja, wir kehren zu Tempest zurück. Ich will jetzt die anderen Planeten noch scannen, um zu gucken, ob wir da vielleicht noch was finden, um dann dem guten alten Kyrgyrner zu helfen. Das ist mir jetzt noch wichtig. Und wenn das nicht klappt, gucke ich mal im Log, was wir sonst noch haben an Missionen. Aber das Ganze machen wir erst in der nächsten Folge von Mass Effect Andromeda. Ja, ich komme gleich. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge von Mass Effect Andromeda. Ich freue mich drauf. Bis dann.